Na, das war's schon. So Leute, ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Let's Play von Takates, dem geilsten Shooter der Welt. So, wir haben hier ein Safe Game, ich zeige schon mit dem Finger drauf. Ich habe ja keine Maus im Bild, deswegen bin ich so. Und ja, den spielen wir jetzt weiter. Und zwar in der Stage 2. Kann er unten gegenstoßen? Nein. Gut, das ist meine Aufwertung, ja, die sind zu stark. Der hat ja auch meine Aufwertung gemerkt. Schneller kann man die übrigens nicht abschießen, wollte ich mal sagen. Oh, fuck. Nein! Ah, fuck it. Da muss ich aufpassen. Übrigens, das hat der Entwickler extra gemacht. An die Stelle kommst du einfach nicht ran. Da müsstest du cheaten für. Und ich kenne keinen Unverwundbarkeitscheat dem gegenüber. Aber Level-Cheat kann ich machen. Und ich kenne sogar noch ein paar Befehle. Woo! Bounce sieht echt das Geilste, weil... Ja gut, das habe ich jetzt einfach nur mit Just for Fun gemacht. Aber Bounce springen von allem ab. Seht ihr? Und das, die machen so geil Damage. Juhu! Ping-Pong! Ja, es war nicht fair von mir zu cheaten, ist klar. Aber das Level ist ja gespeichert, das heißt, ich kann das Level jederzeit noch neu machen. Und nochmal ein Dis-Cheat-Level machen. Nein! Weapon Systems online. Prepare for battle. Ein Versuch habe ich noch. Ja. Ja, ich habe ein Cheat-Level gemacht. Nein, ich mache aber keinen Level-Cheat. Das heißt, ihr wollt das Level ja sehen, ne? Tractor Beam. Homing Style. Wir müssen uns cheaten für, weil hier kommt man nicht mal rein, soweit. Hat nichts mit Pro-Gamer zu tun, wollte ich nur sagen. Keiner kann überleben. Reine Zerstörung! Alter, wenn sowas überlebt, ne, der muss schon der beste Pilot ever sein. Hey, ich hab 100 Lives. Nein, da war ein Schild! Nee! Jetzt steht unten bei Score, no way. Aber weil ich gecheatet habe, ist jetzt kein Score mehr übrig. Nee, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja gesaved. Unbecheatable! Also, das ist die letzte Waffenaufwerte von Bounce, ne? Kann ja mal passieren.
So, ich mach mal wieder auf 1. Weil ich einfach keinen Bock hat, dauernd einen epileptischen Anfall wegen Bounce zu kriegen. Threshold reicht mir ja schon. Nein, ich habe ja gar keine mehr. Boah, ich hatte gar keine Powerline mehr. Boah, war das gerade knapp. Boah, ey. Ich hab vergessen, ich hab gar keine Powerlines mehr. Powerline. Oh nein, die ist ja abgehangen. Oh. Waffenverschwendung pur, steh ich drauf. Boah, das war jetzt gerade richtig knapp. Wer ich frag, wie dieses Lied heißt, das nennt sich Crystal. Okay, Stage geschafft. Huch, da kommt noch was. Yeah, da kommt noch was. Hat gerade die Finger von der Tastatur genommen. Hey, noch mehr. Hallo. Ich will verchillen. Jetzt. Lol, es kann sogar sein, dass ihr meine FPS seht, ne? Hab ich gerade gesehen im Endscreen, wie meine FPS oben hin und her geschossen wurde. Okay, ich hatte gerade schon leichte Panik. Laser Update. Laser sind sehr stark, ich muss sagen. Schon kann ich nicht mehr gebrauchen. Ich brauche wieder verstärkte Laser erstmal Bounce. Ich bin froh, dass man sich hier nicht suiziden kann. Fast gegen die Wand geflogen, weil ich nicht aufgepasst habe. Nein! Nochmal. Bird Red Shot. Bei mir ist es genauso viel Schaden anrichtet. Oh, okay, ich komme gleich zum Endboss, da war ich noch nie. Boah, jetzt war ich zu früh. Weil ich gerade drei Stage, Crystal drei Stages hat. Dann stelle ich mich jetzt ziemlich dämlich da. Oh, fuck, der kam schneller an, als ich mich zuerst dachte. What the fuck? Wow. Ihr kranken Schwein.
Danger, danger, something big is on the way. Okay. Oh, ich hab den Timer gar nicht gestellt. Alter, was das denn bitte? Was war das denn jetzt? Lol, was war das denn? Nein, schon wieder von hier. Naja, ich muss es schaffen, ohne Damage zu nehmen, das hier. Weil wenn ich es nämlich schaffe, ohne Leben zu verlieren, ne, dann schaffe ich den etwas auch ohne Probleme. Das war einfach nur, weil der Laser so imbar war von dem. Der hat mir, ich glaube, zwei Life weggehauen oder eins. Man muss echt sagen, das sind richtig starke Bossgegner. Aber naja, deswegen sind es auch Bossgegner, ne? Was hier drin überlebt, das ist nicht von dieser Welt. Können wir mal Laser rausholen, die wären am besten dafür. Winner! Hier ganz oben verwischt mein FPS. Ja, ich schätze, damit war es mit der Aufnahme, ne? Das sag ich. Oh, Alter, das ist mein Lieblingslied. Ach, Handy ist leer. Ja, Leute, dann verabschiede ich mich ab hier für dieses Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das dritte Level werdet ihr dann ein andermal sehen, ne? Dann tschüss, Sekowski!